tut uns auch ganz gut. Ein bisschen Englisch tut immer gut, aber ich glaube auch nicht so viel. Nein, wir sind ja in diesem Jahr in einem ganz besonderen Jahr. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Im Jahre 1891 wurde ja eher durch Zufall die Kreuzfahrt erfunden. Der Albert Ballin, der in dem Gebäude, wenn du dich mal dünn machst, dort mit dem grünen Dach residiert hat, damals Generaldirektor der Hapag, hat er eher durch Zufall, weil diese großen Schiffe, die eigentlich in die neue Welt fahren sollten, irgendwie im Winter nichts zu tun hatten, hat er gesagt, ich mache mal was ganz Verrücktes. Wir fahren nicht von A nach B, nicht von Europa nach in die USA oder in die neue Welt, sondern wir fahren in Deutschland los, fahren ins Mittelmeer, ins westliche Mittelmeer, bis nach Konstantinopel, bis nach Port Said und nehmen einfach mal Menschen mit, die Spaß haben, ihre Zeit auf einem Schiff zu verbringen. Das gab es ja Ende des 19. Jahrhunderts nicht. Da wurden die Kreuzfahrt erfunden. Wir haben uns anlässlich dieses 125-jährigen Bestehens gedacht, als so ein bisschen legitimer Nachfolger dieser Kreuzfahrterfinder, wir gehen einmal an das Heiligste ran, was wir so in unserer Außendarstellung haben, nämlich an das Logo. Zum einen Hapag-Lloyd Cruises. Wir sind ja gerade mit der Hanseatic, aber auch mit der Europa 2 immer internationaler unterwegs. Und mit diesem Wort Kreuzfahrten können viele internationale Partner gar nichts anfangen. Ich muss auch sagen, ich habe... Es gibt ja so Länder rechts, im Westen von Deutschland, die so ein bisschen Deutsch kennen. Pass auf, was du sagst. Im Westen, die ein bisschen Deutsch können und auch dann ihre Landessprache. Und die haben mit dem Wort Kreuzfahrten immer Kreuzzüge verbunden. Und das ist auch nicht so ganz positiv. Also nein, Spaß beiseite. Wir haben das Logo ein bisschen.